Sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen auf dem Feuerlöschboot 2 hier im Düsseldorfer Hafen. Bevor wir zur täglichen Übungsfahrt ablegen, möchte ich Ihnen den Aufbau sowie unsere Einsatzmöglichkeiten des Feuerlöschbootes aufzeigen. Zum Eigenschutz stehen hier im Ambulanzraum Überlebensanzüge sowie Rettungswesten bereit. Der Kollege zeigt nach der Handauslösung der Rettungsweste anschaulich deren Auftriebskraft. Im Stauraum sind die feuerwehrtechnischen Geräte gelagert. Vom Bedienraum geht es über diese Luke in den Maschinenraum, den wir später noch genau erkunden werden. 4500 Liter Schaumittel werden an diesem Zumischer prozentual dem Wasser beigefügt. Dies erfolgt mittels elektrisch angetriebener Pumpen, die man an diesem Schaltpult bedient. Die Ein- und Ausgänge der Löschwasserpumpen. Geöffnet und verschlossen werden die Pumpeneingänge im Bedienraum. Der Niedergang vom Steuerhaus zum E-Raum. Hier verbirgt sich die komplette elektrische Anlage. Auch die Hilfsmittel für den Rettungsdiensteinsatz stehen hier zur Verfügung. Sogar für eine Geburt an Bord ist gesorgt. Für den Strahlenschutz stehen ebenfalls Messgeräte bereit. Zum Tauchen sind diese Atemschutzgeräte nicht geeignet. Sie versorgen den Angriffstrupp lediglich mit frischer Luft. Leinen los! Zur täglichen Übungsfahrt auf dem Rhein. Im August 1963 wurde das Feuerlöschboot 2 in Düsseldorf in Dienst gestellt und löste damit das alte Feuerlöschboot 1 nach langer Dienstzeit ab. Gleichzeitig erhielten die Städte Köln und Duisburg vom Land Nordrhein-Westfalen je ein Schwesterschiff. Mit einer Länge von 35 Meter, 100 Kubikmeter Wasserverdrängung, 1,30 Meter Tiefgang und einer Höchstgeschwindigkeit von 45 Stundenkilometer gehört das Boot zu den größten Feuerlöschbooten auf deutschen Binnengewässern. Dazu gehört auch ein Rettungsboot mit zwei Außenbordmotoren mit je 40 PS. Welches zu allen Einsätzen mit Zwei-Mann-Besatzung ausrückt. Der Name Feuerlöschboot wird seinem Aufgabengebiet aber nicht gerecht. Menschenrettung steht bei ca. 100 Einsätzen jährlich im Vordergrund. Technische Hilfeleistungen und Umweltschutz gehören ebenfalls zu den häufigsten Einsätzen. Das Ruderhaus. Von hier wird das Feuerlöschboot gesteuert. Die aktuelle Wassertiefe unter dem Boot wird vom Echolot angezeigt. Ein Warnsignal des Gasspürgerätes ertönt, wenn die untere Explosionsgrenze eines Gas-Luftgemisches erreicht ist. Auch bei unsichtigem Wetter, bei Nebel oder Nacht, rückt das Feuerlöschboot aus. Hierfür steht ein Radargerät zur Verfügung.
Der Wendegradanzeiger wird zur Radarfahrt ebenfalls benötigt, da hierbei zwei Besatzungsmitglieder eingesetzt werden. Hier im Maschinenraum sorgen zwei Motoren mit je 1000 PS für den nötigen Antrieb. Auch die Löschwasserpumpen werden hiervon angetrieben und fördern so 10.000 Liter Wasser pro Minute. Aber auch angenehmere Aufgaben, hier zum Beispiel die Brandsicherheitswache beim alljährlichen Kirmesfeuerwerk, werden vom Feuerlöschboot übernommen. Die sogenannte Bergfahrt, die gegen die Strömung fährt, hat das Recht, die für sich günstigere Fahrwasserseite auszuwählen. Bei der Begegnung mit der Talfahrt an der Steuerbordseite zeigen beide Schiffe eine blaue Tafel mit einem weißen Blinklicht. In der Höhe der Tonhalle, unterhalb der Oberkasseler Brücke, wendet das Feuerlöschboot stromaufwärts. Jetzt kommen zwei Wenderohre, auch als Wasserkanonen bezeichnet, zum Einsatz. Sie können je 5000 Liter Wasser pro Minute mit einer Wurfweite von 80 Meter abgeben. Die Besatzung des Feuerlöschbootes, bestehend aus Schiffsführer, Steuermann und Maschinist, versieht ihren Dienst, wie alle anderen Feuerwehrmänner auf den Feuerwachen, im 24-Stunden-Dienst. Hierfür ist natürlich eine besondere Ausbildung in der Schifffahrt notwendig, die sich auf ca. 5 Jahre erstreckt. Das Feuerlöschboot Neuss, unser kleiner Bruder.
Übungsfahrt ist beendet. Leinen fest. Maschinenstopp. Rund um die Uhr ist das Feuerlöschboot in Düsseldorf sowie auf dem Rheinstrom in Nordrhein-Westfalen von Oberwinter bis Emmerich einsatzbereit.